Hallo, wer seid ihr, was macht ihr? Mein Name ist Katrin Anselm. Ich bin bei Want2Like zuständig für Finanzen, Operations, Personal und Presse Investor Relations. Ja, hallo, ich bin Dirk Wischniewski. Ich bin bei Want2Like verantwortlich für das Thema Marketing und Produkt und ich habe das Unternehmen gegründet. Okay, wenn du der Gründer bist, dann erklären Sie erstmal, was ist denn Want2Like? Ja, Want2Like ist die neue Premium Social Dating Plattform auf Facebook. Und wir bieten das in 7 verschiedenen Sprachen an und sind jetzt vor 4 Wochen durchgestartet damit. Dating gibt es ja schon super viel, von Parship über Elite-Partner, über xyz-neu.de. Erklär doch mal ganz kurz, was zeichnet euch denn aus? Also sind 3 wesentliche Punkte, die uns auszeichnen und unterscheiden. Zum einen haben wir das ganze Thema Persönlichkeitstest, ich würde sagen revolutioniert. Wer schon mal Parship etc. genutzt hat, weiß, dass die Tests ziemlich lang sind und auch eher langweilig, sehr textlastig. Wir haben es komplett umgestellt, wir haben ein neues Verfahren genutzt. Es ist ein bilderbasierter Test, sehr emotional und auch sehr, sehr leicht zu nutzen, geht sehr schnell und liefert wirklich treffende Ergebnisse. Was ist der erste Unterschied? Dirk, vielleicht du mal zum zweiten. Ja, das zweite Thema hatte ich gerade schon gesagt. Also wir verbinden das Thema Premium Dating mit Facebook. Also das heißt, wir zeigen dir Leute aus deinem erweiterten persönlichen Netzwerk und darüber hinaus. Also Leute wie du und ich. Und zum dritten Punkt, gerade was das Thema Dating und Facebook angeht, kommt sofort die Frage, wie steht es mit der Sicherheit, mit der Anonymität, ja, mit der Nutzerkontrolle. Das liegt uns extrem am Herzen, weil wir selber auch wissen, wie es bei Facebook laufen kann. Wir nutzen in Want2Like kontinuierlich Features, wo der Nutzer wirklich im Driver Seat ist, in der Kontrolle. Beispiel, es gibt eine sehr starke Kontrolle bei der Freigabe von Fotos, ja, auch beim Nutzen von Fotos aus Facebook. Zieht sich wie ein roter Faden durch die Applikation. Hilf mir mal so ein bisschen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Also wenn man sich andere Anbieter auf Facebook anschaut, wie zum Beispiel Zoosk, die ja der Marktführer in dem Bereich sind, die gehen eher auf so eine, ich sag mal, eine Zielgruppe, die jünger ist, wo es auch auf diese Anonymität nicht so ankommt. Und das ist bei uns also extrem wichtig. Das ist quasi komplett anonym und wir versuchen wirklich entsprechend der Zielgruppe das in einem sehr vertrauensvollen Umfeld zu positionieren. Ich sehe schon, ihr braucht mich gar nicht mehr, ich brauche nur ein Mikro hin und her halten. aber helft mir nochmal so ein bisschen, Facebook und Dating. Ich kenne das von mir, ich bin nur zufällig gerade Single wieder geworden. Manche Leute kommunizieren das eigentlich nicht so gerne. Ja? Oder denen ist das so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, manchmal ist es noch ein bisschen Stigma zu sagen, man ist in so einer Single-Börse. Wie wollt ihr denn eigentlich viral wachsen? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber da haben wir ziemlich gute Ideen. Das eine ist, dass wir die Grundvoraussetzung ist, dass du eine Kommunikation findest, die nicht peinlich ist, sondern was findest, wo Leute Lust haben, es wirklich mitzuteilen. Also was kann das sein? Zum Beispiel werden wir sehr, sehr stark unseren Bilder-Persönlichkeitstest nutzen und dieser Charakter, der dir zugeordnet wird, Teile daraus kannst du, wenn du möchtest, bei Facebook sharen und es wird immer nett und witzig sein und nie peinlicher. Von der Sorte gibt es noch eine Reihe von Ideen. Vielleicht magst du noch kurz was dazu sagen. Ja, also das Thema Quizzes ist für uns von hoher Relevanz. Das heißt, wir versuchen interessenspezifische Quizzes anzubieten, die quasi als Icebreaker dienen untereinander, aber auch vor allen Dingen für die Kundengewinnung. Und nochmal zu dem Thema, ist einem das unangenehm, dass man Single ist? Ich glaube nicht. Das ist das wirklich Positive. Ich glaube, über die Jahre kann man locker sagen, dass man eine Dating-Plattform benutzt. Also ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel Spaß und sehr viel Erfolg hatten auf anderen Plattformen. Ich selber habe auch gute Erfahrungen gemacht. Und ich kann nur ermutigen, es mal zu probieren. Ich kann es ja mal ein bisschen zusammenfassen als sozusagen neutraler Beobachter. Also man kommt auf eure Seite, macht so einen Bildertest, wo dann so eine Frage stehen wie, was findest du als romantisch, weiß ich, Kerzenlicht, Strand oder was, ich habe da Fallschirmspringen gesehen, also ja. Sehr witzig. Man kriegt ein Profil von sich so als Persönlichkeitstyp und kann dann eigentlich mit Facebook connecten und zieht sozusagen da die Masse der Nutzer so ein bisschen, ja, richtig? Mhm, genau so ist es. Also über unseren Test findet quasi erstmal eine Analyse deines Persönlichkeitsprofils statt. Wir geben dir dann einen Persönlichkeitstyp. Also auch das ist ein wesentlicher Unterschied zu Anbietern wie Parship. Wir illustrieren das mit einer schönen Illustration und dann versuchen wir dich entsprechend zu matchen mit Menschen aus dem erweiterten Netzwerk. Und wer hat euch geholfen, das aufzubauen finanziell? Finanziell geholfen hat uns ein ehemaliger Kollege von mir, Michael van Zwei heißt er, war im Executive Team bei eBay. Also ich selber war über 6 Jahre bei eBay und er war zuletzt Skype-CEO. Und ja, da gibt es ein langjähriges Vertrauensverhältnis und wir sind sehr happy. Der ist im deutschen Markt nicht so aktiv als Investor und ist ein sehr kompetenter
Helfer, der uns nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich sehr gut zur Seite steht. Das hört sich gut an. Wie ist denn für den Nutzer? Wie muss der bezahlen oder wie monetarisiert er generell? Also zunächst mal gibt es sehr viele Funktionalitäten, die der Nutzer frei nutzen kann bei One2Like. Vor allem den Test, ja, das ist schon mal eine super Sache. Und individuelle Partnervorschläge können auch angeschaut werden. Ab dem Moment, wo man mit einem interessanten Profil Kontakt aufnehmen möchte, ja, Nachrichten austauschen möchte, muss man zahlen. Es gibt verschiedene Abo-Modelle, genau drei. 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate zu verschiedenen Preisstufen, sodass der Nutzer einfach das auswählen kann, was am besten zu seiner Situation passt. Gut, dann es ist ja Frühling, das ist ja eigentlich der perfekte Startzeitpunkt. Genau. Wo wollt ihr denn Ende des Jahres stehen? Also Ende des Jahres wollen wir umsatzmäßig auf jeden Fall 7-stelligen Umsatz machen. Das Interessante und warum wir glauben, dass wir da hinkommen können, ist, wir haben das von vornherein in verschiedenen Sprachen aufgesetzt, in verschiedenen Märkten. Also wir haben jetzt schon 7 Sprachen und benutzen Facebook quasi als Marketing-Layer für uns und werden eher in Ländern starten, die jetzt nicht unbedingt Deutschland sind, also zum Beispiel Schweden ist ein sehr wichtiger Markt für uns, also eher kleinere Märkte von der Geografie, die eher lokal sehr konzentriert sind und ja, das ist unser Ziel und möglichst viele Leute von unserem Produkt begeistern und ja, Leuten wirklich dazu verhelfen, dass sie ihren Partner fürs Leben finden. Das ist wirklich unser Anspruch. Schließt du dich dem an? Absolut. Partner fürs Leben, das ist eine super Sache. In diesem Sinne, viel Glück dafür und danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke.